Hallo Freunde, heute ein etwas längerer Film. Wir gehen mit dem Velo und ein Stück laufen und schauen uns mal die Gegend an hier. Ich werde ein bisschen was sagen dazu. Manchmal wird der Ton schlecht sein, weil der Wind auch geht. Das bitte ich zu entschuldigen. Und bleibt dran bis zum Schluss, das wird spannend. Tschüss. Ja, heute eine kleine Radeltour. Erstmal geht's hier auf den Berg rauf. Jetzt schon 4 Kilometer. Ein Stück noch. Dann fahren wir durch die Schluchten, Harbeck. Dann die Steinbrüche. Praktisch über die Steinbrüche zurück. Da geht's noch, kann man recht schön sehen. Jetzt ein Haufen Höhlen so. Ganz toll. Ganz leichter Wind. Ansonsten Sonne. Ein paar Wolken. Und warm. Ja. Ja, das war die Hauptstraße. Jetzt hat man auf der anderen Seite vom Berg eine neue gebaut. Schon vor Jahren. Jetzt ist praktisch Ruhe hier. Kann man auch schön wandern. Velo fahren. Perfekt. Ja, ich denke, der Aufstieg wird so circa 5 Kilometer sein. Das Mittelmeer ist warm, aber es ist eben trocken. Es hat keine Niederschläge und wenn, dann nur Minim. Es braucht wieder mal Regen. Da sieht man recht schön, wie es aufgeht hier. Schön Piano. Ja, und da hinge praktisch, wo die Straße zu sehen ist, diese Schotterstraße. Da kommen wir erst der Rückweg dann, da kommen wir retour. Ja, da sind wir gerade fast oben. Thank you.
Cortege und der Fraile, der alte Mönchshof. Im 18. Jahrhundert gebaut. Da steht er nun, der überrascht. Wurde als Kulisse für einige Filme verwendet. Sergio Leone etc. Die Kunden waren hier. Das war schon's mal eine Kapelle. Was noch übrig ist davon. Ja, und Ruinen. Ruinas, Ruinas. Das ist der blanke Wirrgarten. Alles so kleine Kammerl gewesen. Relativ großer Hof. Kann man sich gut als Westernkulisse vorstellen. Wunderbar. Immer wieder toll hier vorbeizuschauen. Sehr schön. Mittlerweile wieder eingezäunt. Letztes Jahr war alles im Arsch. Jetzt haben sie wieder ein paar neue Balken gesetzt und den Zaun drum gespannt. Aber Ebbe vorne ist schon wieder kaputt. Keine Ahnung, ob das da Leute mit Fleiß machen. Ja gut, andererseits, sonst hätten wir auch nicht rein können. Gell? So sieht das aus hier. War sicher mal super schön, als das alles intakt war. Da mitten in der Pampas. Heute sind ringsherum Gemüsefelder. Es ist aber alles noch braun. Man wartet auf Niederschlag. Im Dezember, Januar ist es dann grün. Dann wächst und gedeiht das hier. Ja, so sieht das aus hier. Das restauriert wäre ein wunderschöner Platz. Kann man viel mehr draus machen, als wie was es jetzt ist. So sieht es aus hier. Ja, da haben sich noch zwei, drei verirrt hier. Da ist auch noch schön. Schau mal. Die Tauben wohnen hier. Zwei schöne Eckregale. Da hat es einen wunderbaren Kamin gehabt. Herrlich. Kann man sich gut vorstellen, wie das mal war. Ja, das war unser kleiner Rundgang durch den alten Mönchshof. Hier hat es noch ein paar Infos. Und da gehen wir wieder hinaus durch den kaputten Zaun. Da steht schon die Ziege und wartet. Es ist ja noch nicht fertig heute. Ja, jetzt sind wir in Rodalchuela. Das sind hier ehemalige Steinbrüche.
Man hat hier Kupfer rausgeholt, zum größten Teil Erz. Später hat man dann auch Gold gefunden. Die Mine war zwischenzeitlich mehrfach zu. Man hat sie dann wieder eröffnet, hat da wegen Gold rausgeholt, war dann wohl nicht so erträglich, wie man gemeint hat. Momentan ist geschlossen und es findet eine Art Naturalisierung statt. Es wächst von Jahr zu Jahr mehr zu. Ja, es ist begehbar, wie in Spanien so üblich. Man kann auch in die Minen hinein. Es ist nichts abgesperrt oder in dem Stil. Man kann die Stirnlampe mitnehmen. Da kann man den Kilometer weit reinlaufen. Drüber sind auch noch Schächte. Ein Stück reinlaufen, da ist eine Lampe dabei. Ja, da vorne sieht man schon, ohne Lampe geht hier gar nichts. Da sind auch Löcher im Boden drin, wo man halt aufpassen muss. Machen wir ein anderes Mal. Ganz tolle Ecke. Das Gestein ist bunt in allen Farben. Gelb, orange, rot, grün, blau. Herrlich. Auch hier ist wieder weit und breit kein Mensch. Fantastisch. Das war sicher unglaubliche Arbeit damals. Man hatte ja noch nicht die Technik wie heutzutage, wenn man schaut, was die da für Löcher reingehauen haben, was die da abgetragen haben. Einfach unglaublich. Ja. Mountainbike, alles andere funktioniert hier nicht. Aber eben mit dem Mountainbike kommst du hier an jedem Fleck ran. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann geht es halt zu Fuß weiter. Das so alte Zugang hier war auch mal eine Straße. Was noch übrig ist davon. Und zwar will ich mal auf die Rückseite von dem Berg. Da war ich vor Jahren schon mal und möchte mir anschauen, ob das noch geht. Uiuiui. Da war jetzt fertig. Ja. Könnte man noch eine zweite Hand gebrauchen hier. Erzählen, filmen, Wähler fahren, alles auf einisch. So, jetzt sind wir schon mal da oben. Da steht auch so ein alter Turm, was auch immer das war, keine Ahnung. Wir können mal reinschauen. Ja, das war sicher mal ein Wasserbecken. Hier sieht man auch noch den Zulauf. Da oben ist auch noch eins. Alles vertrocknet. Da hinten sieht man jetzt den Landwirtschaftsbetrieb. Und eben,
da war vor 10 Jahren gar nichts. Die haben das komplett rekultiviert. Da sieht man auch sein Wasserbecken. Er hat schon kräftig gesammelt, er braucht das dann. Und diese Felder hat man alle wieder neu angelegt. Aber wie gesagt, in 2-3 Monaten alles grün. Okay. Wir wollten ja in das Haus reinschauen. Gibt's wahrscheinlich nicht viel zu sehen. Ja. Hier ist ein schattiger Platz. Hier liegt wahrscheinlich ab und zu mal jemand. Viel mehr gibt's da nicht. Weiter geht's. Da geht's weiter nach Richtung Scholle. Da müssen wir ihn kurbeln da zwischen die Steine. Yes. Ja, genau. Diesen Weg habe ich gemeint. Da hinter dem Berg kommen wir auch mal kurz aus der Sonne raus. Ja, besser wird der Weg nicht. Wenn es dann mal regnet, wenn überhaupt, da wird das bisschen Puder und Staub, was da drauf liegt, weggespült. Und es kommen praktisch nur noch die Steine für die. Wie hier. Da ist schon richtig zugewachsen. Es gibt wieder Schrammen an die Haxen. Das sind schon ganz schöne Absätze jetzt hier. Sag mal 20, 30 Zentimeter zum Teil. Jetzt da über diese Blöcke hinauf. Und das ist relativ eng. So. Das immer weiter nach. Jetzt schien es wieder ein bisschen besser. Ja, es sieht auch alles sehr trocken aus. Das sieht jetzt gut aus. Schon rein in die Wiese. Ist doch herrlich, oder? Kein Gegenverkehr. Thank you.
Paletten, die lange Hosenanlänge, die kurzen. Weil man denkt immer, der Weg ist fertig. Aber es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Da fing er immer schön an der Bremse, gell? Ich habe hier mal wilde Ziegen gesehen. Doch, da sind sie. Den gefällt es hier. Keine Feinde, genug Futter. Me siento muy feliz y a veces con mirarte y me mareo. Dicen que te lo hago chegar. Solo dueño del sentimiento. Schön habt ihr es doch. Si eso es verdad, por ti me muero. Wunderbar. Pero contigo, contigo muero. Wir laufen ein paar Meter. Hier. Das sieht man schon an der Größe. Gigantisch. Laufen noch ein Stück hinter da. Schaut euch mal diese riesen Wand an. Das hat sich damals alles ausgesprengt. Unglaublich, wie viele tausende Kubikmeter die hier runtergesprengt haben. Der Schacht ist offen. Sehr wildes Gelände.
wir da wieder raus. Da haben sie verbarrikadiert, dass die Autos nicht reinfahren. Aber mit Mountainbike und Motorrad geht das. Früher sind dort Fahrzeuge durchgefahren, pure Morerei. Aber jetzt sieht das prächtig aus und es wächst überall, obwohl gar kein Wasser da ist. Jetzt kann die Autos bis daher noch fahren und dann ist fertig, dann muss die Laufe. Das ist auch gut so. Ja, jetzt fahren wir raus von da, Richtung Hauptweg. Jetzt schauen wir mal, was da noch zum Sehen gibt. Poblado Minero de Santiago. Ja. Da waren wohl die Arbeiter gewohnt haben. Da haben sie durchgesprengt. Kann man schön durchfahren. Tipptopp. Kopf einziehen. Attenzione! Schön! Ja, und wieder ein Stollen. Aber auch hier gilt das Gleiche. Ohne Lampe zu gefährlich. Ewige Meter. Ja gut, sowas sollte man dann auch wahrscheinlich zu zweit machen und ein Stück Seil mitnehmen, ein Helm und so weiter. Da ist ja schon verdammt dunkel da. Da bräuchte man gescheites Licht. Ja, so geht das immer weiter hier. Jetzt gabelt sich das hier. Da geht es nach rechts, da ist schon wieder das mega Loch. Da geht es weg nach links. Und da geht es weiter geradeaus. Da vorne geht es wieder raus. Ja, es gibt so viel zu entdecken. Das war's wieder mal von heute. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und freue mich über eure Däumchen und Kommentare. Ciao, euer Blauauge.